Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zu meiner heutigen Tour im Osnabrücker Land. Ja, ich habe mich heute Morgen schon ein kleines Stückchen ins Auto gesetzt, bin rübergefahren hier nach Niedersachsen und bin jetzt hier südlich von Osnabrück. Es ist glaube ich sogar noch Osnabrück. Hab da hinten beim schwedischen Möbelhaus, ich glaube da kann man sehen, mein Auto hingestellt und habe jetzt hier mir eine Tour heute geplant und vorgenommen. Die hätte auch für zwei Touren gereicht oder würde für zwei Touren reichen. Das sind knapp 80 Kilometer, 1000 Höhenmeter und sage und schreibe, ich habe das mit Komoot geplant, 26 Sehenswürdigkeiten. Da bin ich schon ganz gespannt, was mich da heute erwartet, was ich euch hier zeigen kann. Und ich habe noch eine kleine Mission heute vor. Ich bin nicht in geheimer Mission unterwegs, aber ich habe mir halt was vorgenommen und was verrate ich noch nicht. Es steht auch nicht in der Videobeschreibung, auch nicht im Titel. Müsst ihr einfach gucken und dann werdet ihr schon sehen, was das ist. Ja, und ich habe ein bisschen was am Fahrrad verändert, hätte ich fast gesagt. Nee, habe ich auch. Ich habe wirklich was verändert. Und zwar habe ich eine neue Klingel. Bei den kalten Touren im Winter war die doch ziemlich dumpf. Irgendwie habe ich gar nicht richtig gehört. Und die, hört mal, die klingt so richtig schön nach. Das beginnt ja schon so richtig idyllisch hier heute und macht mir richtig gute Laune. Und der Weg führt mich zuerst jetzt Richtung Lengerich-Tecklenburg. Ich blende euch das mal eben ein, wo ich hier heute unterwegs bin. Und ja, wie gesagt, knapp 80 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Lass mal eben gucken, hier muss ich abbiegen. Und ja, Sonne scheint. Was will man mehr? Auch eine herrliche Gegend hier. Wir sind jetzt hier an der Gedenkstätte Augustschacht. Ich habe mich gerade mal ein bisschen schlau gemacht, woran bei dieser Gedenkstätte Augustschacht hier gedacht wird. Und das war früher eine Teil einer alten Stahlfabrik. Und der Inhaber, die Klöcknerwerke hier aus Georgsmarienhütte, haben das der Gestapo überlassen im Januar 1944. Und da war hier ein Jahr lang ein Arbeits- und Erziehungslager. Und ja, das gibt es also hier zu sehen. Ich habe mal so ein bisschen erklärt. Hallo. An Schildern wurde hier auf jeden Fall nicht gespart. Guck mal hier die Wanderschilder, die roten. Und dahinter die Radfahrschilder sind ja in Niedersachsen grün. Und hier geht es jetzt schön durch den Wald. Das ist ja mal herrlich, ne? Bergab einfach rollen lassen. Jetzt kommen wir hier nach Hagen. Hagen am Teutoburger Wald. Hier offensichtlich ein Wohnmobilstellplatz in Hagen. Und hier ist eine Kirschbaumwiese. Das ist offensichtlich die Aussicht hier dann aus dem Wohnmobil.
Hier wird dann auch die Hagener Kirschgeschichte erklärt. Und die verschiedenen Sorten. Lucienkirsche, guck mal, ich wusste gar nicht. Ich dachte immer, es gibt süße Kirschen und saure Kirschen. Und ja, gibt es noch mehr, ne? Flamentinersünden. Aha. Wenn die richtig blühen, ist glaube ich noch schöner. Da muss man noch ein, zwei Monate warten, denke ich mal, ne? Ja, liebe Leute, hier in Hagen am Teutoburger Wald werden für mich Erinnerungen wach an die Friedensroute. Da hatte ich ein Problem, meinen Akku zu laden, beziehungsweise aus der Brücke keine Ladestation gefunden. Und hier hatte ich dann ja die Ladestation und die gibt es auch immer noch, ne? Dass man die einfach aufmachen kann. Steckdose. Und mitgebrachtes Schloss hier vorne anhängen. Und dann kann man hier seinen Akku einfach lassen und weiterradeln. Beziehungsweise sich einen Ort angucken, ne? Was ja irgendwann wiederkommen in der Einsammlung. Ja, Hagen am Teutoburger Wald. Sehr schön. Sieht aus, als ob sich hier jemand gerade einen Thron erstellt hier. Das sieht noch ganz neu aus. Direkt mal ausprobieren, den Thron hier. Dippidoppi. Prozent Steigung, das geht hier ganz schön rauf. Da bin ich froh, dass ich mit dem E-Bike unterwegs bin. Jo, oben angekommen auf dem Borgberg und hier sieht man den Lagerplan einer Hügelgruppe. Ein Gräberfeld aus der Jungsteinzeit, also 2500 vor Christus. Wohl die Hügel hier, ne? Finde ich total klasse, ne? Diese alten Gebäude. Tippitoppi. Ja, liebe Leute, das ist mal wieder typisch für mich. Ich habe mich von der Landschaft hier locken lassen. Ist ja auch zu einladen, ne? Hier runter zu radeln. Aber das Navi sagt hier, ich hätte abbiegen müssen und dann wieder zurück. Jo, so ist dann, ne?
hier vor dem vorbereiteten Osterfeuer, so wie das aussieht, geht hier laut Komoot der Weg runter. Ne? Da bin ich jetzt. Na, mit der Actioncam sieht man das nicht so gut, weil die ja keine Scharfstellung in dem Sinne hat. Jedenfalls, da soll ich jetzt runterfahren. Wenn ich das nicht mache, komme ich auch irgendwie völlig falsch raus. Und dann mache ich das jetzt einfach. Da geht's runter. Wer plant denn sowas mit Komoot? Da muss ich mir mal eben was einfallen lassen. Ich habe jetzt hier hoffentlich eine alternative Strecke gefunden. Ich habe durch den Wald hier hochgeschoben. Schönen Aussichtspunkt gefunden. Und hier gucken wir das Ganze mal von oben an. Der Wind hat nachgelassen. Hier ist zumindest kein starker Wind. Jo. Ich muss jetzt mal wieder zur Luft kommen hier. Puh, Fahrrad schieben. Trotz Schiebehilfe anstrengend. Da bin ich gerade rausgekommen, den Weg runter. Da hinten bei dem Hof habe ich vor verschlossener Tür, vor verschlossenem Tor gestanden. Macht richtig Spaß hier rauf und runter. Und ich bin froh, dass ich doch die dicke Jacke angezogen habe. Eigentlich wollte ich heute im T-Shirt fahren mit Windbreaker-Weste. Damit der Oberkörper ja auch warm, aber die Ärmchen, ne, das wäre mir doch ein bisschen frisch geworden hier heute Morgen. Herzlich willkommen in Längerich, am südlichsten Punkt meiner Tour hier heute. Hier wollte ich eigentlich auch gestartet sein, aber zu meiner Mission heute gehört, dass ich mich verabredet habe. Und der oder diejenigen, mit denen ich mich verabredet habe, haben wir eine bestimmte Uhrzeit vorher, konnten die nicht. Und deswegen habe ich den Startpunkt ein bisschen raufgedreht, sozusagen, dass dann die Rückfahrt vom Treffpunkt ganz kurz ist. Ne? Er spricht in Rätseln hier. Ne? Ich verrate euch gleich ein bisschen mehr. Also wie gesagt, jetzt hier in Längerich, muss man eben gucken. Nicht wieder falsch abbiegen oder gar nicht abbiegen. Hier geht es jetzt weiter. Und jetzt bin ich einmal über den Teutoburger Wald rübergefahren, durch den Naturpark. Und jetzt drehe ich hier die Fahrtrichtung und fahre jetzt nochmal drüber. Aber ein bisschen weiter westlich. So ein Kontrast hier, ne? Die alte Kirche und dann hier ist das Zementwerk, irgendwie sowas. Ne? So ist das. Ich bin ja schon so ein paar Meter hier in Längerich unterwegs und habe festgestellt, das ist ganz schön langgezogen, der Ort. War auch interessant, ne? Da komme ich jetzt nicht mehr mit, welche Baustile das alles darstellt. Herzlich willkommen jetzt hier im historischen Längerich. Und weiter geht's durchs alte Römertor.
entlang der Schienen. Hier verlassen wir jetzt Längerich und jetzt geht's auf nach Tecklenburg. Ja, das kommt mir noch sehr bekannt vor hier von der Friedensroute, die ich letzten Jahr gefahren bin mit der Übernachtungstour. Da gab es dieses Schild nämlich noch nicht. Kein Weg. Und das habe ich euch damals im Video nicht gezeigt. Das Betreten verboten stand da auch nicht. Jedenfalls bin ich da rauf und dann geht es rechts weiter. Und dann bin ich irgendwann, ging es dann gar nicht mehr weiter und habe ich das Fahrrad, also Taschen runter, alles einzeln über die Bäume gehoben, die da lagen. Und ja, das war dann gerade jetzt an den Bahnsteigen dann doch deutlich angenehmer. Und dann weiß ich ungefähr, wo ich in Tecklenburg gleich hier rauskomme. Ich weiß auch, dass es hier weitergeht. Und die Kamera nicht vergessen. Das ist wieder hier YouTuber-Triathlon. Könnt ihr mal sehen, wie das geht. Mal ungeschnitten hier. Mhm. 2000 Kilometer bin ich jetzt mit dem E-Bike geradelt. Das ist ja noch mal ein Grund, ein Video darüber zu machen, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Ich denke mal, es wird mein nächstes Video dann sein. Mal so ein kleiner Rückblick auf 10 Monate mit dem KTM Cento 11 Plus. Und ich denke mal, das gibt es dann in der nächsten Woche. Guck mal, da hat auch der Zahn der Zeit dran genagt hier. Das ist auch eine Gegend jetzt, die ich ein bisschen kenne vom Wandern. Ich werde demnächst auch mal wieder machen. Ich weiß nicht, soll ich euch mitnehmen? Die meisten haben ja meinen Kanal natürlich abonniert, um Radfahrvideos zu sehen, E-Bike-Videos zu sehen. Aber ich mache natürlich auch andere Sachen an der frischen Luft ganz gerne, da auch wandern. Die schon länger dabei sind, kennen das ja von mir. Und ich denke mal schon, dass ich euch nächstes Mal auch wieder mitnehme. Ich soll wieder ein bisschen in Form kommen, ne? Nach meinem Axtunglück. Das Wandern ja so ein bisschen weniger gemacht, noch nicht so lange Strecken. Muss mal gucken, was ich meinem Fuß da wieder zutrauen kann. Ne? Aber jetzt erstmal hier mit dem Rad weiter Richtung Tecklenburg. Ja, liebe Leute, und offensichtlich gibt es nicht nur die mecklenburgische Seenplatte, nein, sondern auch die tecklenburgische. Jetzt mal rauf in den Ort Tecklenburg. Ist ja auch überregional bekannt für die Freilichtbühne hier. Und halt so einen sehr historischen Ortskern halt. Auf jeden Fall richtig sehenswert. Muss ich euch unbedingt zeigen. Hier gleich auch eine Station von der Friedensroute. Blende ich euch mal eben oben ein, das Video, wer es noch nicht gesehen hat. Guck mal, die Festspielstadt im Kreis Steinfurt. Das Bayreuth im Osnabrücker Land. Ja, herzlich willkommen jetzt hier im historischen Ortskern von Tecklenburg. Und ich finde es doch auf jeden Fall immer einen Ausflug wert hier. Da senken sich offensichtlich heute auch noch andere Leute.
Offensichtlich ist ja auch ein schönes Wort. Dieses Örtchen hier heißt Lädde. So eine Kuppe hier riecht ja immer nach einer guten Aussicht. Ne? Prophylaktisch die Kamera einschalten. Und dann gucken wir mal zusammen. Guck mal, da werden die Erwartungen doch mal erfüllt hier. Es grüßt Osterlädde. Guck mal, da noch die beiden Hämmer. Bergbauzeichen und hinter mir hört ihr das Rauschen der A1. Osterlädde. Siehst du wohl. Gucken wir uns mal Osterlädde hier an. Permastollen. Ja, und hier gab es ja Steinkohlebergbau. Hier in der Gegend bei Ebenbüren. Aber einen Stollen habe ich jetzt nicht als Sehenswürdigkeit auf meiner Route hier heute. Wäre aber bestimmt auch mal eine gute Idee. Vielleicht kennt sich ja jemand von euch hier aus in der Gegend, hat einen guten Tipp für mich. Ja, liebe Leute, ich nutze die Bank hier hinter mir, um ein kleines Päuschen zu machen, weil ich muss immer gucken, hier ist mit meiner Streckenplanung. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verplant mit der Zeit. Ich komme viel später an als gedacht. Ich habe mich da einfach auf mich selbst verlassen. Das hat die letzten Male mit den Tastenzustellungen so schön geklappt. Da dachte ich mir, ja, das soll wohl hinhauen. Ich habe jetzt 45 Kilometer gefahren, aber muss noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Und ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ich noch zur Verabredung muss. Und ich erzähle euch mal eben, wozu ich mich hier heute verabredet habe. Im Livestream auf meinem Live-Kanal sind wir ja zusammen vor einigen Wochen auf die Idee gekommen, so eine... Ich habe fast gesagt, eine E-Bike-Gang zu gründen. Wer das nicht gesehen hat, also die ganz kurze Geschichte, jemand hatte nicht so netten Kommentar unter meinem Video geschrieben, als ich mein E-Bike an der Aufladesäule geladen habe und meinte, diese E-Bike-Rocker erlauben sich alles. Und das habe ich dann aufgenommen, diesen Kommentar, aber mehr als Kompliment, weil Rocker ist für mich nicht negativ besetzt. Und habe jedenfalls dann die Idee gehabt, wir wollen so eine Rocker-Gang gründen, am besten noch mit so Bonanza-E-Bikes und Cowboy-Hüten und Fransen dran, natürlich nur so als Spaßidee, gar nicht mal groß ernst gemeint. Aber was dann ernst geworden ist, ist, dass wir praktisch, oder ich habe so ein Logo entworfen und da gibt es mittlerweile auch T-Shirts von. Ich habe auch eins an. Wen das interessiert, haben ja auch schon einige von euch sich gekauft. Die Electric Devils. Und dieser Name Electric Devils, der ist jemandem von euch halt eingefallen, dem Thorsten aus Wallenhorst. Und ich bin jetzt auch unterwegs zum Thorsten nach Hause, hier nach Wallenhorst, um ihm halt so ein T-Shirt zuzustellen, zu schenken sozusagen. Also diesmal keine Gewinnzustellung, sondern einfach ein Dankeschön für die tolle Idee. Electric Devils, finde ich super. Die elektrischen Teufel. Und ja, und ich muss gleich mal gucken, erstmal mit meiner Planung hier, wie gerade schon erwähnt, hier, wo ich jetzt hier bin. Weiß ich ungefähr hinter Tecklenburg irgendwie und auf dem Weg nach Wallenhorst, aber Osnabrück war noch gar nicht neben mir. Also ja, ich muss mal gucken. Aber erstmal muss ich hier was essen. Ups, das fällt schon auseinander hier nach 45 Kilometern. Ja, liebe Leute, es sind 17 Kilometer. Mit dem Fahrrad gute halbe Stunde. Ja,
Das sollte noch ungefähr klappen. Ich habe noch 40 Minuten Zeit. Vielleicht passt das ja doch wieder ganz genau. Tippitoppi. Kilometer 50 und herzlich willkommen hier am Traktorenmuseum Westerkappeln. Hier auch wieder eine Sehenswürdigkeit, die mir Komoot empfohlen hat, und darum radel ich auch hier lang. Habe ich das Bild gesehen von diesem Flug. Interessiert mich, ob das ein Schild dran ist. Von wann der ist. Die haben doch bestimmt nicht mehr mit dem Pferd gezogen. Da ist doch schon. Das war Schinelle. Guck mal, hinten kann man drauf sitzen. Ja, aber Schild ist dann doch Fehlanzeige. Aber ich schätze mal, frühes 20. Jahrhundert. So. Ich glaube, hier ist das Traktorenmuseum drin. Und ich fahre jetzt weiter hier den Sennlicher Weg, ein Wanderweg. Erstmal Strecke machen. Guck mal, hier hat sich jemand richtig Mühe gemacht, um mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und hat hier die Osterglocken überall eingepflanzt. So, mittlerweile Kilometer 55,5 in Richtung Wallenhorst. Naturerlebnisfahrt Halens Schätze. Aufgelassener Steinbruch hier bei Lotte. Auf jeden Fall mal ein Ausflug wert, denke ich mir. Aber ich muss jetzt weiter hier Richtung Kaffee und Kuchen. Ja, liebe Leute, wer jetzt nicht glauben, ich bin jetzt in Wallenhorst hier angekommen, in der Pankower Straße, so viel darf ich glaube ich verraten, hier beim Thorsten. Den Thorsten zeige ich euch gleich auch. Und ich habe auf dem Navi gerade nochmal das Feintuning angestellt. Pankower Straße hat mir das Ding gesagt, 22 Stunden brauchst du noch, Mr. Bialin, mit dem Fahrrad. Oh, die Dame des Hauses, da muss ich ja erstmal guten Tag sagen, ne? Das ist der Thorsten, ja, erstmal in Nebensächlichkeit. Hallo, ich bin der Raimund, hi. Nicole. Und hier seht ihr den Thorsten. Hi. Und der Thorsten ist praktisch daran schuld, dass da oben Electric Devils draufsteht. Hat er öfter solche Ideen? Ja, ständig. Toll, das macht dich schon mal total direkt sympathisch. Ne? Und ich komme jetzt erstmal rein. Guck, ich kriege bestimmt auch noch ein Glas Wasser zu trinken hier. Da freue ich mich.
Ja, liebe Leute, ich habe es auf der Tour ja unterwegs gerade schon erzählt. Der Thorsten kriegt von mir ein T-Shirt natürlich geschenkt. Ja, ne? Also, super. Nochmal vielen Dank für die tolle Idee mit dem Electric Devils. Und ich hoffe, das gefällt dir. Gerne wieder. Größe hast du ja selber ausgesucht. Auf jeden Fall. Das verraten wir natürlich nicht hier, ne, die Größe. Und ja, so, passen, denke ich mal. Ne? Das passt hundertprozentig. Ja, tippitoppi. Ja. Freue ich mich. Einwandfrei. Vielen, vielen Dank. Super. Und jetzt, guck mal. Da freue ich mich sehr. Guck mal, die Kamera mal umschwenken hier. Guck mal, da gibt es lecker Kaffee und Kuchen. Ja, gibt es. So. Ja, liebe Leute, das war ein ganz herzlicher Nachmittag, wie ich finde, hier bei euch. Dankeschön für die Einladung, gerne, dass ich vorbeikommen durfte. Und haben jetzt lecker Kuchen gegessen, Kaffee getrunken. Wird auch jetzt fast schon dunkel, so lange bin ich jetzt schon hier. Wirklich tippitoppi. Ja, freu mich, leicht festgelabert. Freue mich, wie nette Leute kennengelernt zu haben. Und der Thorsten, ich habe das ja vorhin schon erzählt, ich habe das ja praktisch über meinen Live-Kanal, über den Chat dann mit dem Namen hier Electric Devils. Und der Thorsten hat auch einen eigenen Kanal, da müsst ihr unbedingt mal gucken. Time to E-Bike, verlinke ich euch hier, beziehungsweise hier oben in der Ecke. Guckt euch mal Thorsten seine Videos an. Hat gerade auch erst angefangen damit. Wie lange machst du das jetzt? Anfang des Jahres hast du gesagt. Anfang des Jahres, ja, genau. Guck mal, ganz frisch dabei und dann mal ein bisschen Support. Drückt mal auf Abonnieren, dann freut er sich. Da oben in der Ecke. Alles klar. Und ich radel jetzt mal los, bevor es noch dunkel wird. Nee, aber Ende März wird es so schnell ja auch nicht mehr dunkel. Ne? Jedenfalls, ich habe noch so knapp 20 Kilometer und radeln wir mal weiter. Noch ein paar Impressionen hier von Wallenhorst. Schöne Kirche hier. Zu Beginn der Tour heute Vormittag habe ich ja 26 Sehenswürdigkeiten angekündigt, die ich auf Komoot gefunden habe. Und eine davon kommt jetzt hier gleich auf der linken Seite. Nämlich diese tolle Windmühle. Ich finde, so in die Abendsonne reinzufahren, immer was ganz Besonderes. Und hier bin ich auch ganz froh, dass ich einfach nur rollen muss. Wenn man so länger gesessen hat jetzt, anderthalb Stunden hier mit lecker Kaffee und Kuchen, dann braucht man doch immer so einen Moment, also ich jedenfalls, erstmal wieder in Gang zu kommen. Ja, und zum insgesamt dritten Mal für mich ist heute hier Ende im Gelände. Hier ist ein Baum umgefallen, habe gerade hier den Hauseigentümer gefragt, der war gerade auf der Straße. Und da geht es wirklich nicht weiter, ja. Kann ich mir eine andere Strecke suchen. Das sieht doch ganz befahrbar aus. Oder habe jetzt auch großartig keine andere Chance, wenn ich jetzt im Hellen noch ankommen möchte am Auto und nicht so noch große Umwege fahren möchte. 80 Kilometer insgesamt reicht mir dann ja auch mal. Da muss ja auch gut sein. Guck mal, ist ja heute hier ein Running Gag mit den Bäumen. Die umgefallen sind im Wald. Der nächste. Ja, das sieht jetzt ja auch nicht nach gewollten Baumfellarbeiten aus. Das sieht einfach aus, als ob die umgefallen sind. Ne? Die wird ja keiner umgerissen haben. Wahnsinn. Ne? So eine ganze Schneise, die hier liegt. Und da musste ich gerade das Fahrrad halt runterschieben. Aber jetzt wieder ein bisschen Weg gefunden. Mal gucken, ne? Da unten sieht es aber nach Häusern aus. Da kann ich auch wieder bestimmt auf der Straße weiterfahren. Schon ein bisschen abenteuerlich das Ganze hier zum Schluss.
Und direkt die nächste Sehenswürdigkeit hier. Den Wald habe ich jetzt gut überstanden. War nicht so lang, das Stück. Und hier seht ihr das Museum Industriekultur. Ja, hier jetzt ein Stückchen hinter dem Museum an dieser Bahnstrecke von der Schmalspurbahn hier komme ich jetzt wieder auf die Originalstrecke zurück. Ich werde euch den Komoot-Link für die Tour natürlich unter das Video einstellen, aber dann den Original-Link, den ich jetzt also nicht gefahren bin. Der wäre nämlich noch ein Aussichtsturm hier oben auf dem Piesberg im Programm gewesen als Sehenswürdigkeit. Die werde ich jetzt, da werde ich jetzt nicht rauffahren. Ich habe mich mit den beiden von heute Nachmittag verabredet, mal eine Tour zu machen hier im Münsterland, im Osnabrücker Land, also in deren Gegend hier. Und dann fahren wir auch mal hier auf den Piesberg, wo eine alte Mülldeponie und aber ein richtig hoher Hügel hier mittlerweile, wo man schöne Aussicht hat, weit gucken kann. So, und ich radel jetzt weiter entlang der Schmalspurstrecke jetzt hier Richtung Parkplatz. Wie lange muss ich denn noch? Oh, 10 Kilometer. Oh, hier geht's runter. Ich glaube, dann nehme ich mal lieber beide Hände an Lenker. Ja, richtig konzentrieren hier als Radfahrer, dass man hier auch wieder rüberkommt. Aber sonst ganz fein gemacht, ne? Mit der Radfahrumfahrung. Ich weiß ja nicht, was für ein Verkehrsaufkommen sonst hier ist, ob das unbedingt notwendig ist. Man kostet ja auch wahrscheinlich eine Menge Geld für so 50 Meter Stück, also nicht mal 50 Meter, 30 Meter Stück Brücke. Aber die einspurig ist eine Radfahrumfahrung. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen am, ich weiß nicht, wie er heißt, See. Beim Navi steht Singelspring. Und dann ist ja hier der Weg gemeint, nicht der See. Das wird wohl der Attersee sein hier in Osnabrück. Wenn es hier nach Atter geht. Ich weiß es nicht. Ich bin natürlich wieder schlecht vorbereitet auf die Tour hier heute. Also verzeiht es mir, wenn ihr aus der Gegend hier kommt und ich das jetzt hier falsch kommentiert habe, wenn es nicht der Attersee ist. Ja, liebe Leute, gerade noch in der Idylle, einmal rechts abgebogen, schon direkt wieder an der Hauptstraße hier lang gerade. Ja, ich habe es auch gleich geschafft, also ich weiß, das hört sich so negativ an, als ob man froh ist, ob es vorbei ist. Die Tour ist gleich zu Ende, sag ich mal. Hat mir Spaß gemacht, vor allem die beiden kennenzulernen, Thorsten und Nicole. Super Sache, auch wieder total sympathisch. Habe ich ja immer Glück, ne? mit Leuten, die mich einlassen, dass ich vorbeikommen soll, darf, dass ich vorbeikommen darf.
Also wir uns auch verstehen, ja. Wir haben uns auch verabredet, mal wieder eine Tour zusammen zu unternehmen hier in der Gegend um Osterbrück, dass sie mir mal ihre Gegend hier zeigen. Sonst insgesamt waren es jetzt für mich 80 Kilometer und sehr abwechslungsreich. Einmal durch den Wald schieben, dann durch die Wallamucken schieben, vom Metalltor enden wieder zurückschieben. Das hat mir ganz schön Zeit gekostet. Und ja, die umgekippten Bäume im Wald, das kann man sich ja nicht aussuchen. Ne? Das macht auch keiner extra, das ist dann so. In so einer Gegend, bei so einer Tour auf 80 Kilometer kommt das mal vor. Muss mal gucken hier am Kreisverkehr, dass ich nicht überfahren werde. Und ihr hört ja, die Vorderbremse quietscht ein bisschen. Ich habe gestern die Bremsbeläge gewechselt und die auch gewissenhaft ordentlich eingebremst, aber das heißt ja nicht immer was. Sie quietschen halt. Ja, ich bin gleich wieder angekommen hier beim schwedischen Möbelhaus, wo ich das Auto geparkt habe. Beziehungsweise ich bin einmal falsch abgebogen. Ja, so ist das. Ne? In der Kamera gucken, Kreisverkehr fahren. Das ist alles nicht so ohne. Also nochmal. Noch hier beim Fahrradladen, da kann ich mich noch erinnern. Verkehrt bin ich ja schon mal nicht. Also noch eine Runde in den Kreisel. Hoffen, dass ich nicht überfahren werde. Und hier geht es jetzt wieder raus, hier geht es weiter. Ja, und die abschließenden Worte heute jetzt mal hier am Auto. Das sieht zwar gar nicht so aus, ob man es bei YouTube zeigen möchte. Das ist so schmutzig noch von dieser Sahara-Staub-Geschichte. Ich glaube, vorgestern war das, ne, wo das so runtergeringelt ist. Aber dann zeige ich euch mal, wie ich das hier schnell am Auto wieder befestige, mein Rad. Ne? Ich habe ja den Fahrradträger hier von Übler. Eigentlich original VW-Zubehör, aber passt natürlich auch an Opel hier. So, den kann man auch so abklappen. Dann kommt man überall besser dran, dass ich hier die Elektrik anschließen kann. Klappe wieder zu. Und dann geht das relativ einfach und relativ flott. Dass ich das Rad hier wieder auf dem Auto habe. Taschen sind natürlich runter, Akku habe ich rausgenommen. So. Und das war's schon. Den festschrauben. Ja, was wollte ich euch noch erzählen? Ich habe ja dann parallel zu meinem Garmin-Navi heute dann auch mein Smartphone vorne am Lenker gehabt, damit ich die Sehenswürdigkeiten, die Komoot mir präsentieren möchte, nicht verpasse. Das hat auch wunderbar geklappt. Da bin ich ganz gut mit zufrieden. Ich habe auch festgestellt, wenn man zwei Navis anhat, das Garmin stellt dann ja immer den kleinen Ausschnitt da, wenn man abbiegen muss, das wird ja richtig rausvergrößert. Und ich habe dann das Komoot laufen lassen auf dem Smartphone und dann ein bisschen übersichtlicher, ne? Also weiter weg, dass man dann schon viel früher sieht, wo es eigentlich lang geht. Ne? Das fand ich schon eine ganz tolle Sache. Ja, der Timing war, glaube ich, auch ganz gut. Hinten geht die Sonne unter, gleich wird es dunkel. Und dann kann ich auch gar nichts mehr zeigen. Ne? Ich habe zwar Licht am Fahrrad, aber die Kamera nimmt dann keine schönen Bilder mehr auf. Fahrrad ist jetzt schnell drauf gewesen und bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen, Dankeschön zu sagen fürs Zuschauen. Freut mich, wenn euch die Tour gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare und lasst mir auch einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht hat, gerne den Kanal abonnieren. Ich freue mich schon auf die nächste Tour, beziehungsweise das nächste Video habe ich ja schon angekündigt. Wird dann einmal eine Zusammenfassung sein der letzten 10 Monate mit meinem E-Bike. Was heißt Zusammenfassung? Also mein Erfahrungsbericht, genau, so heißt es richtig. 10 Monate, 2000 Kilometer jetzt mit dem KTM Cento 11 Plus. Das wird das nächste Video sein. Und danach schauen wir mal, ne? was ich mir dann vornehme. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Also, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis demnächst. Euer Sporo. Tschüss.